Svenja Tös, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim Ironman Nizza. Und gleich die erste Frage, warum bist du hier? Das ist eine total crazy Idee gewesen von einem guten Freund von mir. Und er meinte, ob ich den nicht besuchen kommen möchte. Aber eigentlich sollte ich jetzt schon in St. Moritz sein, in Regeneration. Aber ja, ich war natürlich super heiß, zu Besuch zu kommen. Und dann habe ich das gleich meinem Trainer erzählt. Und er sagte, ja, Sonntag ist dann langes Training. Und ich meinte dann, da ist ja auch alles gesperrt hier. Und ja, dann hieß es ja, mach beim Wettkampf mit. Da habe ich gedacht, oh, alles klar. Die Quali hast du jetzt in der Tasche, dank dem Sieg in Nizza. Was sind jetzt hier die Ambitionen? Trainingstag oder irgendwas anderes noch? Ja, genau. Also ich verbinde das Ganze tatsächlich mit meinen Sponsoren, möchte meine Sponsoren nochmal sehen. Und am Sonntag ist einfach nur ein langer Trainingstag. Wie hast du jetzt die Regeneration gestaltet nach Nizza? Es ist jetzt, ja, also keine Woche ist das her, noch 2 Tage bis zum nächsten Rennen. Wie verbringst du so eine Woche dann? Ja, es war natürlich mega Action nach dem Sieg in Nizza. Ich bin aus allen Wolken gefallen und ich bin immer noch am Tanzen. Wie habe ich das verbracht? Schlaflose Nächte, 3 Tage hintereinander mit der Rückreise wieder zu meinem Papa und dann der Anruf, ob ich nicht nach Rot kommen möchte. War alles andere als eine gute Regeneration, würde ich mal behaupten. Viel trainiert habe ich definitiv nicht. Ich bin eher von A nach B gerannt, hatte noch ein paar Sponsorentermine am Dienstag, Mittag und Abend. Und bin dann gestern sehr, sehr spät, nach circa 4 Stunden 54, eine Stunde Stop-and-Go-Stau, endlich dann Gott sei Dank auch bei meinem Bekannten angekommen. Viel habe ich nicht gemacht, regenerativ war es auch nicht, aber ja, schauen wir mal, wie Sonntag wird. Also weder Regeneration hat stattgefunden und Training, aber auch keins sozusagen. Ja, genau. Also ich war gestern noch locker 2 Stunden Radfahren und 1 Stunde Schwimmen. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Hast du hier die Konkurrenz irgendwie im Blick oder schaust du dann komplett einfach nur auf dich selbst und schaust, was so geht am Sonntag? Ja, also ich mache das wirklich so wie abgemacht mit dem Coach als langes Training und gucke einfach mal, wie ich mich fühle und die Konkurrenz, die existiert in dem Moment vielleicht gar nicht so sehr. Du wirst auf jeden Fall sicherlich ein cooles Rennen erleben, gute Stimmung an der Strecke, genieße es, wir freuen uns drauf. Danke Svenja Tös. Ich freue mich sehr, dass ihr mich interviewt habt und ich freue mich sehr auf Sonntag. Danke.